Hallo meine Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Sind wir tatsächlich live? Seht ihr mich? Stimme, Bild und Ton? Sagt mir bitte Bescheid, schreibt es mir kurz in den Chat, damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Hi, grüß euch. Ich bin so froh, dass schon so viele Leute da sind. Das ist der Hammer, wie ihr alle gleich von Anfang an dabei seid. Das freut mich total. Ich muss jetzt hier noch eine Kleinigkeit in meinem Monitor ausstellen, weil ich höre hier diese Hintergrundmusik und das macht mich ganz kirre. Da kann ich mich nicht wirklich konzentrieren. Ich stelle es mal kurz aus. So. Gut. So, dann lesen wir mal. Ihr seht, das ist schon mal gut. Hört ihr mich auch gut? Versteht ihr mich? Ist es synchron? Super, das freut mich. Top, top, top. Okay, dann würde ich sagen, wir starten direkt los. Und zwar wollte ich ja heute gerne ein paar Düfte mit euch live testen. Und zwar habe ich hier diverse Probensets, also wir haben richtig viel vor. Und ich wollte gerne mit euch ein bisschen schauen, was wir uns anschauen wollen heute. Ich habe die praktisch, glaube ich, komplette Kollektion von Pharmacia dabei. Das ist ja die neue Marke, die der Herbert auch vertreibt. Und da hört man so viel in Social Media über die und ich musste wirklich mich disziplinieren, dass ich nicht schauen gehe, keine Reviews gucke. Das heißt, ich kenne praktisch alle Düfte noch nicht und ich werde jetzt dann live mit euch testen. Dann haben wir noch einen Duft vom David von Heinzons Parfum Labor. Seinen neuen, den hat er mir geschickt und ich habe mir gedacht, den schauen wir uns auch kurz an. Dann habe ich noch den neuen von Theo Cabanel. Ich habe eine neue Marke, die ich euch gerne zeigen würde und zwar heißt die Nightology. Die Düfte, die interessieren mich sehr, weil da gefällt mir das Branding ganz gut. Und was habe ich noch? Ich habe noch zwei riesige Discovery Sets von Habitus Parfum, also so richtig dicke Bretter. Gucken wir uns, ich weiß nicht, ob wir die alle schaffen, weil ich habe hier noch eins. Die sind riesig und ich glaube, da sind richtig viele Düfte drin. Und genau, hier ist das zweite. Ein rotes und ein schwarzes. Und dann habe ich noch so ein paar einzelne rumliegen. Und wir schauen einfach, was wir heute alles schaffen. So, gut. Verzeiht, wenn ich ab und zu mal kurz Pause mache. Ich muss ein bisschen den Chat angucken, ob alles funktioniert und dass alles in Ordnung geht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht an mit den Düften von Pharmacia. Und zwar, da haben wir hier eine ganze Reihe und ich habe mir gedacht, ich teste mit euch die Düfte so, wie ich sie normalerweise auch teste. Also ihr seht gleich ein bisschen meinen Workflow, wie ich versuche sozusagen ein unbeeinflusstes Bild zu bekommen. Danke für den Superchat, White Chocolate. Und ich habe gesehen, du hast auch gerade eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Vielen Dank. Finde ich super lieb. Freut mich, dass ihr den Kanal so unterstützt. Ganz toll. Gut, ich würde sagen, dann starten wir eigentlich, oder? Also, die Marke heißt Pharmacia SS Annunziata, kommt aus Florenz. Und ich kenne die Marke von früher noch. Also ich habe vielleicht vor, ich weiß nicht, so zweieinhalb Jahren habe ich mal Düfte von dem probiert. Und ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht an die erinnern. Also ich habe die damals probiert und ich fand die, glaube ich, okay. Aber vom Hocker gerissen haben sie mich damals nicht. Deswegen werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und wir fangen vielleicht mal an mit dem Whisky Nobile. Und mein Workflow ist eigentlich folgender. Hier gerade Bescheid, die Musik ist viel zu laut. Dann machen wir die ein bisschen leiser. Ist es jetzt besser? Schreibt mal bitte kurz. Oder soll ich sie ganz ausmachen? Ich kann die Musik auch ganz ausmachen, wenn es euch lieber ist. Sagt mal Bescheid. Okay, ich glaube, wir machen sie aus, oder? Wenn sie euch nervt. So, jetzt müsste sie weg sein. Gut, okay. Konzentrieren wir uns aufs Business, würde ich sagen. Okay, also der erste Duft heißt Whisky Nobile. Und was ich immer mache, ist, ich nehme mir so einen dünnen Teststreifen. Ich schreibe mir vorher drauf, was es ist, weil wir werden einen Haufen Düfte testen. Und ich will die ja nicht nur in der Kopfnote kennenlernen, sondern so, wie sie sich auch entwickeln. So, okay. Und
kürzlich mal einen Short hochgeladen, wo ich euch gesagt habe, wenn ihr Düfte, viele Düfte miteinander testen wollt, dann müsst ihr weit weg sprühen, damit nicht so viel draufkommt. Das gilt allerdings für Flakons. Jetzt bei den kleinen, da muss man schon ein bisschen näher sprühen, damit überhaupt was auf dem Strip landet. Jetzt schauen wir mal, ich bin echt gespannt auf den. Den machen wir noch. So, okay. Den stellen wir uns mal hier hin. Also, Whisky Nobile. Ich werde den auch nachher gleich noch auf Parfumo aufmachen, aber ich habe es immer gern, so die ersten paar Sekunden, den ersten Eindruck, dass ich nicht abgelenkt bin von irgendwas, weder vom Flakon, wenn möglich, noch irgendwie von irgendwelchen Statements oder Kommentaren, die ich lese, auch nicht die Noten. Ich schaue mir den immer erstmal so an. Und was rieche ich hier? Wow, wow. Also erstmal echt besonders, also nichts, was ich so kenne. Ich hätte jetzt gesagt, da ist ein Kaffee drin, eine Kaffeenote. Ich merke auch den Whisky, aber ich finde, der Whisky ist gar nicht so stark, wie ich das jetzt vom Namen vermutet hätte. Whisky, Kaffee und vielleicht noch irgendwas Holziges drunter mit einer Idee Synthetik, aber echt richtig schön. Also so ein, ich glaube, es ist kein Beast Mode Duft. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die Haltbarkeit so mittel ist. Also nicht so ein richtiger Brecher, aber der ist schon präsent und der ist echt attraktiv. Also ich würde den gern riechen an Männern und Frauen. Aber ich finde ihn leicht maskulin. So, ich würde sagen, wir wechseln mal kurz die Ansicht und schauen uns an, was Parfumo zu dem sagt. Also ich finde den eigentlich ganz gelungen. Jetzt schaue ich mal, ob ich meinen Browser hier mit euch teilen kann. Moment. Das ist alles zum ersten Mal hier. Es ist noch echt schwierig. Verzeiht mir also bitte, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. So, jetzt würde mich interessieren, ihr seht noch nichts, gell? Moment. Ein Test funktioniert jetzt immer so gut und dann, wenn man live ist, das ist eine andere Geschichte. Ich mache den Browser nochmal zu und ihn dann wieder auf, glaube ich. Moment. Ah, jetzt haben wir ein Bild. Sehr schön, da sind wir. Okay. Super. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch ein Mitglied. Michael W. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Das freut mich wahnsinnig. Apropos Mitgliedschaft, vielleicht erkläre ich das noch kurz für die Leute, die denken, wovon redet sie. Es gibt seit gestern, gibt es Mitgliedschaften auf meinem Kanal. Also es gibt sozusagen die Möglichkeit, dass ihr meinen Kanal regelmäßig unterstützt mit einem kleinen Betrag. Und das machen wir natürlich nicht einfach so, sondern der bringt auch gewisse Vorteile dann mit sich. Es gibt drei verschiedene Pakete. Das Supporter-Paket, das ist sozusagen das Basispaket. Da bekommt ihr dann, Moment, ich kann es euch eigentlich auch zeigen, oder? Sollen wir uns das einfach mal kurz anschauen? Verzeiht mir diese kleine Werbung in eigener Sache, aber das ist wirklich eine Sache, die ich finde ganz cool ist und wo ich mich wirklich freuen würde, wenn das einige Leute machen. Also jetzt gehen wir mal kurz auf meinen Kanal. Seht ihr das gut? Ja. Okay, also hier, wenn man auf Mitglied werden klickt, dann kann man hier, wenn man das 4,90 € Paket abschließt, dann bekommt man sozusagen Custom Logos und die ändern sich dann je nach Dauer der Mitgliedschaft, die man schon im Kanal ist. Und es gibt auch so Custom Emojis, ja, also die könnt dann nur ihr verwenden, die habt nur ihr zur Verfügung. Und ihr bekommt Shoutouts im Livestream und ich werde auch exklusive Livestreams nur für die Mitglieder machen mit der Zeit. Dann gibt es das Modell Treue Seele, habe ich es jetzt mal genannt. Da bekommt ihr vorab Zugriff auf Videos, das heißt, ihr bekommt Videos früher zu sehen als andere. Und ihr könnt auch regelmäßig über Videothemen mitbestimmen. Die mache ich dann im Community-Bereich. Habt ihr dann Abstimmrechte sozusagen über den Content. Und es ist dann nicht nur, dass ich die als Ideen-Input nehme, sondern die Sachen kommen dann tatsächlich. Also ihr entscheidet mit, was sozusagen für Content kommt. Und dann gibt es noch den edlen Spender. Da mache ich euch dann ein persönliches Dankeschön-Video, wenn ihr das abschließt. Und im Grunde, da bin ich ganz ehrlich, der hat nicht viele weitere Benefits, sondern was es einfach ist,
ist die Hall of Fame, habe ich es genannt. Also sprich, es ist einfach ein sehr großzügiger Beitrag. Also wer einfach mehr geben will, der darf gerne mehr geben. Aber natürlich, ich freue mich über jeden Einzelnen und natürlich auch über die kleinen Pakete, also vor allem natürlich auch über die kleinen Pakete. Aber ich wollte einfach für jemanden, der Lust hat, richtig fett zu unterstützen, diesen Kanal, wollte ich eben auch Gelegenheit bieten, das zu tun. So, okay, das war's jetzt. Dann gehen wir mal zurück zu dem Whisky Nobile, heißt er genau. Tastatur, die hat ein Lag. Wie kommt das? Keine Ahnung. So, da ist er schon. Dann schauen wir uns den mal an. Okay, also. Ach, tatsächlich. Okay, also wir haben tatsächlich eine Kaffee. Ja, den Weihrauch. Der kommt stark raus. Orangenblüte jetzt, wo ich es weiß, auch. Aber das hätte ich jetzt nicht erkannt, so vom ersten Riechen. Whisky, Kakao, Styrax. Also Styrax ist so eine harzige Qualität, hat es. Und Oud, okay, das überrascht mich jetzt. Oud hätte ich jetzt nicht vermutet. Also sehr dezentes Oud. Normalerweise, wenn Oud in einem Duft mit drin ist, dann bekommt man das sofort mit. Dann Vetiver, Leder, Safran, Vanille. Das Leder bekomme ich. Und eine ganz dezente Vanille. Safran, Vetiver merke ich gerade noch nicht. Aber ist echt ein sehr schöner Duft. Also bin ich jetzt mal positiv überrascht. Hat ja auch eine 8,4 Bewertung. Also come on. Bei allerdings erst 4 Bewertungen. Also das ist halt auch so eine Sache, da gebe ich nie irgendwas drauf, wenn ein Duft nur 4 Bewertungen hat, dann keine Ahnung. Das sind dann auch oft Leute, die in Verbindung mit der Marke stehen und versuchen, den erstmal hoch zu pushen. Deswegen, keine Ahnung, ich finde, das ist wahrscheinlich so richtig aussagekräftig ab 30 bis 50 Bewertungen. Vorher würde ich da nicht viel drauf geben, aber ich finde den schön. Der gefällt mir gut. Okay, also den legen wir uns jetzt mal zur Seite und wir kommen nachher nochmal zurück im Schnelldurchlauf. Ich kann da nicht lange über jeden Duft noch sprechen, weil wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Aber es ist schon wichtig, sich die Düfte dann nochmal anzuschauen, wenn sie sozusagen im Drydown sind. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ihr müsst mich bitte erinnern, wenn ich vergesse umzuschalten hier. So, hallo David, vielen Dank für den Abschluss deiner Mitgliedschaft. Zu deinem Duft kommen wir nachher auch noch. Super. Nee, also den Whisky Nobile, den mag ich schon mal. Den lege ich mir jetzt hier hin. Dann, was haben wir als nächstes? Ich muss eigentlich schlauer machen und auf die Dinger hier direkt sprühen. Ich glaube, das ist besser. für wie lange habe ich den Stream heute geplant? Ich habe angesetzt eigentlich 1,5 Stunden und die letzte halbe Stunde potenziell, um Superchats zu beantworten. Also, da ich natürlich hier die ganze Zeit rede, ist es halt so, dass mir wahrscheinlich viele Sachen im Chat entgehen werden, weil ich habe keinen Moderator, der mir das irgendwie sammelt. Ich mache das heute noch alles ganz alleine. Und deswegen, wenn ihr sicher gehen wollt, dass eure Nachricht gelesen wird, gehört wird, adressiert wird, dann müsstet ihr einen Superchat schicken. Weil die sammeln wir dann und machen sie dann Richtung Schluss. Genau, also so grob brutto 2 Stunden. Länger, glaube ich, hält keiner aus und meine Nase ist dann, glaube ich, auch irgendwann durch. Genau, okay. Gut, dann haben wir jetzt den Anniversary. Schauen wir uns den mal an. Okay, ganz andere Richtung. Süß, würzig, zimtig, hätte ich jetzt gesagt. Also Zimt ist da definitiv drin. Ja, zimtwürzig, pudrig. So ein bisschen Christkindlmarkt-Spice. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine Gewürznelke mit drin ist. Danke, liebe Manuela. Grüß dich. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, genau. Also ich glaube, also ich empfinde den jetzt als verhältnismäßig unkomplex, muss ich sagen. Ich würde jetzt wirklich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen Zimt, Gewürze, Gewürznelke, Spices. Ich bin nicht sicher, ob eine Vanille mit drin ist. Vielleicht eine Tonkabohne unten drunter. Okay, da schauen wir jetzt nach. muss ich sagen, so vom Dufteindruck her finde ich den schon recht winterlich. Wäre jetzt
Also nichts für die Temperaturen, die wir gerade haben. Moment, wir machen es einfach so. Wir machen uns hier mal die Marke einfach auf. Meine Tastatur lässt mich nämlich gerade komplett im Stich. Die hat ein totales Lag. So, dann haben wir jetzt hier nämlich die ganzen Düfte und ich sortiere jetzt einfach mal nach Neueste, weil ich hoffe, dass dann die Neuesten kommen. Genau, okay, super. Also, wo sind wir denn? Ist er denn der Anniversary? Hier. Okay, machen wir den mal auf. Okay, also ja, Zimt, Tabak, Gewürznelke. Leder, ha? Leder habe ich jetzt nicht gekriegt. Kleie Absolue. Was ist denn Kleie Absolue? Ist das Kleber? Weiß das jemand, was das ist? Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Rose, ich nicht so sehr. Also für mich ist es wirklich hauptsächlich die Gewürze. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde ihn jetzt nicht besonders special. Also, ich finde ihn okay, aber er haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ja, aber vielleicht auch, weil es gerade nicht in die Jahreszeit passt. Aber also er ist jetzt nicht unschön. Es gibt nichts dran, was mich stört. Nur diese Art von Duft. Dafür bin ich gerade nicht so empfänglich. Legen wir den mal auch hier zur Seite. Dann machen wir mal weiter mit Fiore di Cotone. Also Baumwollblüte heißt das, glaube ich. Moment, Maus, komm rüber. So. Okay, die Baumwollblüte. Das könnte potenziell ein echt schöner Duft sein. Also vielleicht mit so ein bisschen Moschus, so ein bisschen fluffig, weich. Auf so Düfte stehe ich momentan echt. Ach, Kleie ist ein Getreide. Ah, okay. So. Der ist tatsächlich, der ist so, wie ich ihn dachte. Also der ist Moschus, würde ich jetzt behaupten, ja. Also ich rate natürlich. Oder ich versuche mich auf meine Nase zu hören. Der hat was sehr Frisches. Der hat für mich auch was Molekülartiges. Und ich glaube auch was Florales. Also er ist sehr irgendwie so Richtung weiße Blüten. Also jetzt nicht Rose. Nicht Rose, nicht Iris, nicht potenziell eine Orangenblüte oder sowas. Aber interessant. Baumwoll, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie es riecht, aber. Also, ich weiß schon, wie Baumwolle riecht, aber in Parfum ist sie immer sehr unterschiedlich verarbeitet, wenn sie als Note gelistet wird. Und es ist ja dann auch nicht Baumwolle, was da drin ist, sondern irgendwas, was nachgebildet wurde. Okay, da schauen wir mal nach. Also, ich würde sagen, das ist ein eher femininer, weicher, fluffiger Duft, molekülmäßig sehr kühl. Das ist. So der Typ Sommerduft für Leute, die nicht Zitrus wollen. Also, ja, so würde ich das behaupten jetzt mal. Dann schauen wir mal nach. Fiore di Cotone. Oh, ich muss hier wieder umschalten. Ich hab eigentlich Hotkeys für alles Mögliche. Tada! Ich muss nur dran denken, sie auch zu benutzen. Ich bin jetzt heute zum ersten Mal und da ist es halt einfach noch nicht so. Da hat man die Automatismen noch nicht so drin. Okay, wo ist er denn? Hier. Dann machen wir ihn mal auf. Gut, also. Ach was. Ja, das ISO ist super, das habe ich sofort gemerkt. Moschus ist auch, also Moschus extrem. Sandelholz merke ich witzigerweise keines. Lavendel, ja, okay. Jetzt, wo ich es lese, merke ich ihn, aber er ist super duper dezent. Kardamom hätte ich überhaupt nicht vermutet. Thymian hat ja auch nicht gemerkt. Also sagen wir mal so, wenn man so die Noten liest, dann er wirkt ein bisschen spannender, als er dann ist. Also heißt nicht, dass er nicht ein schöner Duft ist, aber ich hätte mir jetzt was anderes vorgestellt, wenn ich die Noten gelesen hätte. Aber die Artemisia-Note, das kann ich nachvollziehen, weil der hat schon irgendwie Butter noch so was ein bisschen Kräuteriges. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen. Mein Mann, der schaut auch zu
Und wenn der was schreibt, dann ist es meistens irgendwas, was nicht funktioniert oder so. Deswegen, der ist sozusagen mein Emergency-Button. Der sagt mir dann Bescheid, wenn irgendwas total daneben geht. Und deswegen, ja. Aber okay, also den finde ich in Ordnung. Haut mich aber nicht vom Hocker. Nehmen wir jetzt auch mal daneben. Okay, der nächste klingt sehr spannend. Und zwar ist das Oriental Kaspar. Kaspar. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Schauen wir mal. Oh, ich habe gesehen, hier drin stehen Noten drin. Da muss ich jetzt immer aufpassen, dass ich nicht nachschaue. Okay, Oriental Kaspar. Let's see. Wow, okay. Oriental ist er. Nicht unbedingt im Sinne eines Ambers, würde ich sagen. Was hat denn der? Ich kenne diese Note total gut. Die fällt mir gerade nicht ein. Die ist so, die ist grünwürzig. Also es kann schon sein, dass da auch ein Kardamom drin ist, aber es ist nicht das. Das ist nicht. Weihrauch auch nicht? Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, das ist nicht meiner. Also ich mag schon orientalische Düfte auch, aber das ist jetzt nicht unbedingt meiner. Kennt jemand von euch den Oriental Kaspar? Weil, ja, der ist super kräuterig irgendwie. Jetzt schauen wir mal nach. Schauen wir uns mal an. Was an. Da ist er. Ach, Patchouli. Okay. Was für ein krasser Fail, ey. Wahnsinn. Ja, natürlich ist es Patchouli. Oh Mann, Patchouli ist ungefähr die Note, die ich mit am besten kenne. Aber was hat mich denn da so abgelenkt jetzt? Vielleicht die Kombi mit den maritimen Noten, weil das ist super ungewöhnlich. Und die maritimen Noten, die kommen auch ultrasynthetisch. Und das habe ich irgendwie nicht zusammengebracht. Aber das scheint nicht das Herz dieses Duftes zu sein, sondern eher Zistrose-Eukalyptus. Genau, der Eukalyptus macht auch noch diesen grünen, kräuterigen Eindruck. Sandelholz merke ich überhaupt nicht. Galbanum, ja, jemand schreibt Galbanum. Richtig, also Galbanum geht auch in die Richtung. Könnte man auch vermuten, dass da drin ist. Aber es ist tatsächlich das Patchouli. Und ich bin ja eigentlich ein Patchouli-Fan. Also ich mag Patchouli an sich sehr gerne. Manchmal, wenn es halt gut gemacht ist. Patchouli kann auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen kommen. Und jetzt hier bin ich nicht so ein Fan. Aber okay. Ich finde es interessant, dass der mit maritimen Noten kombiniert ist. Das ist mal was anderes. Also, was man jetzt den Düften hier nicht vorwerfen kann, ist, dass die irgendwie langweilig wären. Die sind schon inspiriert. Also nicht inspiriert von anderen Düften, sondern an sich selbst inspiriert sozusagen. Jemand fragt, ob man Samples kaufen kann von der Marke. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Googelt doch mal Sample Set oder so. Offensichtlich gibt es ja Samples, also theoretisch müsste man die auch kaufen können, denke ich mal. Okay, gucken wir mal weiter. Muss ich schauen, dass ich hier den Überblick behalte mit den ganzen Düften. Okay, nächster. Was haben wir hier? Oh, der hört sich interessant an. Und zwar ist das Cuoio di Toscano. Also Cuoio ist. Was ist ein Cuoio? Cuore ist das Herz, aber was ist Cuoio? Schaue ich jetzt mal kurz nach. Nee, ich schaue es nicht nach. Ich rieche erst den Duft und dann gucken wir nach. So. Aha, okay. Also der ist auch kräuterig. Aber nicht so patchouli-dreckig wie der wie ist denn, Oriental Kaspar, sondern der ist irgendwie weich noch. Irgendwas Grünes, Florales? Grün-Floral. Echt interessant. Vielleicht auch holzig. Würde vermuten, dass da vielleicht noch Holz mit dabei ist. Sehr dezent allerdings. Oder habe ich da jetzt nur so wenig drauf gesprüht? Ich lege nochmal nach und schaue, ob der noch ein bisschen stärker kommt.
Wichtig ist auch immer nicht sofort riechen, wenn ihr gesprüht habt, weil ganz am Anfang verdampft immer der Alkohol. Und wenn ihr den Alkohol in die Nase kriegt, dann betäubt er eure Schleimhäute, weil Alkohol ist ja im weitesten Sinne ein Anästhetikum. Und dann riecht ihr nichts mehr. Deswegen ist es echt immer wichtig, Zeit vergehen zu lassen, auch wenn es immer so affig aussieht, wenn man da so rumwedelt. Aber es macht echt Sinn. Weil wenn ihr das macht und immer schön viel Zeit vergehen lasst, dann könnt ihr so viele Düfte hintereinander riechen. Also den finde ich interessant. Das ist einer so, der könnte so mein Favorite werden. Das ist diese Art von Duft. Vom Anfang denkt man sich, der hat was. Und es ist aber einer zum Kennenlernen. Der ist eher nischig, würde ich sagen. Gucken wir uns mal die Noten von dem an. Kann ich jetzt eigentlich mal zumachen hier. So. Wo ist er denn, der Koryo? Bin ich jetzt blind? Okay, dann geben wir dich halt so ein. Da ist er. Okay. Ja. Interessant. Ich hätte mehr Kräuter vermutet. Das Labdanum macht auch. Labdanum? Albanum hätte ich vielleicht unterstellt, aber Labdanum ist ja eher harzig. Ah, der Weihrauch. Der Weihrauch hat so eine leicht grüne Qualität. Also der ist überhaupt nicht. Ein bisschen smoky ist der schon, ja. Und das Leder, Patchouli. Ist ein interessanter Duft. Und die Rosengeranie kommt am Anfang stark. Das ist das Florale. Und ich finde, die Rosengeranie macht den auch wahnsinnig special irgendwie. Weil bei dieser Art von Duft typischerweise, finde ich, merkt man nichts Florales, weil die anderen Noten immer schon so überpowernd sind. Aber die Rosengeranie, da scheinen so viel. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber sie scheint viel in die Kopfnote reingetan zu haben. Der Big Mad Max sagt, ich brauche bei Parfum unbedingt einen schwarzen Hintergrund. Wieso? Verstehe ich nicht. Okay, ja, okay. Also das ist ein schöner Duft. Das ist einer, da bin ich sehr gespannt auf die Herznote und auf den Drydown. Gut, der kommt hierher. Dann als nächstes haben wir Vita Nova, also neues Leben. Kennt von euch schon jemand Düfte von der Marke? Weil ich habe das Gefühl, man hört wahnsinnig viel über die, aber noch nicht viele Leute haben sie ausprobiert. Schreibt mal in den Chat, falls ihr schon in den Genuss gekommen seid. Würde mich interessieren. Was bist du denn? Hallo? Der erwischt mich ja total kalt gerade. Oh. Oh Gott, okay. Also ich glaube, der und ich werden keine Freunde. Der ist super medizinisch. Super medizinisch. Oh. Also so richtig Hustensaft medizinisch. Gar nicht mal so schön. So. Ja, okay, da schauen wir jetzt gleich. Da halte ich mich jetzt gar nicht lange auf. Da schauen wir jetzt gleich, was drin ist. Vita Nova heißt der. Okay. Ja, krass. Das ist der Kümmel. Der Kümmel und Wacholder und Pfeffer. Die kommen für mich am stärksten. Moment, ihr seht gar nichts, gell? So. Kümmel, Wacholder, Pfeffer. Ja. Nicht mein Fall. Ist mir zu nischig. Also im Sinne von, würde ich den tragen? Nein. Also ich bin ja da wirklich nicht, bin ja da wirklich kein Snob. Also ich trage ja echt viele Düfte und gebe vielen Düften auch gerne Chance, aber der ist mir wirklich zu viel zu medizinisch. Da steht es, der wäre würzig-harzig. Rieche ich da Harz? Ja, schon. Drunter, ja. Aber jetzt nicht unbedingt so stark. Und ich sehe jetzt auch in den Noten. Gut, in der Kopfnote haben wir Elimi-Harz, aber ansonsten. Super-harzig kommt er mir jetzt auch nicht vor.
Aber halt so würzig medizinisch. Okay, gut. Du kommst auch zur Seite hier. Dann, was haben wir als nächstes? Accordo marino, also Meeresakkord. Das klingt nochmal vielversprechend, oder? Vor allem für die Jahreszeit. Mal, so. Wichtiger. Mhm. Der gefällt. Also der gefällt mir. Der ist durchaus maritim. Nicht super salzig, aber das Salzige merkt man schon. Und der hat sowas total geil Aromatisches drunter. Irgendwie irgendeine Art von Kräuter oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Lavendel ist. Dafür ist es irgendwie zu weich. Also der hat schon so eine weiche Qualität. Weil meistens diese Meeresdüfte, die sind sehr scharf oft. Ja, weil die Meeresnoten, die werden ja auch oft synthetisch hergestellt und manchmal sind sie dann so richtig beißend. Der ist überhaupt nicht beißend, der ist super weich und smooth. I like. Ja, okay, also der ist super. Der gefällt mir gut. Jetzt schauen wir den mal nach. Da ist er. Ah ja, der Koriander. Koriander und Eukalyptus. Und ein sehr, sehr, sehr schön weiches Zedernholz ist drunter. Ylang-Ylang merke ich kaum, muss ich sagen. Ich finde, Ylang-Ylang kommt oft ziemlich prominent mit so einer ganz blütigen Süße, mit so einer ganz intensiven Süße. Ist sehr sparsam dosiert. Zitrone, Bergamotte, okay, ja, aber die maritimen Noten dominieren schon eindeutig. Und das Patchouli ist jetzt auch nicht super stark, aber wenn ich mir die Noten so anschaue, dann hätte der vielleicht sogar das Zeug dazu gut zu halten. Wobei jetzt, gut, 4 Bewertungen bei der Haltbarkeit. Schauen wir mal. Da bin ich gespannt, wie der sich entwickelt. Aber der gefällt mir gut. Mhm. Der und der Whisky sind bisher meine Favoriten. Schauen wir weiter. Ah ja, der nächste ist der Giardino del Iris. Und das ist der einzige, den ich nicht testen muss, weil den habe ich schon da. Und jetzt kann ich euch eigentlich auch mal diesen Flakon zeigen. Und zwar, so sehen die aus. Also echt eigentlich ganz nett gemacht. Und ich finde, die Kappen, die passen echt gut zu diesem Apotheken-Image. Weil die sehen so aus wie so, ja, wie so Stöpsel, die man halt in so Medizinen reinsteckt. Ne? Also irgendwie schon ganz nett gemacht. Und der Giardino del Iris ist, nehme ich jetzt vorweg, ist ein schöner Duft. Ich habe den gerochen an einer Freundin und der war richtig, also der war richtig, richtig toll. So ein ganz, das ist ein Iris-Harzduft. Sehr pudrig und mit so einer Kaschmirer-Note in der Basis. Und ich hatte den im Drydown gerochen, als er schon getrocknet war. Oh, mir läuft schon was am Mund zusammen. Als der getrocknet war und ich fand den sehr verführerisch an ihr. Jetzt die Kopfnote von dem, die ist auch schön, aber die gefällt mir jetzt zum Beispiel nicht so gut wie der Drydown. Ich finde, der gewinnt. Der gewinnt mit jeder Minute, wird er richtig schön. So, jetzt sprühe einfach mal so. Wenn ich schon einen Flakon da habe, dann sprühe ich halt auch den Flakon. So, ja, genau. Man muss diese Kaschmiran-Synthetik abkönnen. Ich kann euch ja auch mal kurz die Noten hier zeigen. Schau. Wo wir ihn haben. Genau, also ihr habt so sehr viel Myrrhe. Myrrhe, Iris, Amber. Das ist so der Charakter vom Duft. Und oft die Amberdüfte kommen ja dann super würzig, aber ich finde, die Iris gibt sehr viel Puder mit dazu. Also der ist richtig schön pudrig und weich und echt nett, ja, richtig schön. Und ich finde eben, das ist einer, den darf man nicht nur auf dem Papier judgen. Das ist einer, den muss man definitiv auch auf der Haut tragen. Brauche ich jetzt heute nicht machen, weil ich habe ihn schon getestet. Aber da fängt er irgendwie an zu singen, ja, also der ist richtig, richtig schön. Gut, dann gehen wir mal weiter mit Sweet Carousel. Okay,
Klingt spannend. So. Okay. Ah, ich glaube, der wird vielen Leuten gefallen. Also, wenn ich jetzt die einordnen müsste, im Sinne von, ich sag mal, wie nischig sind sie? Das ist der unnischigste, den ich bisher probiert habe von denen. Ich hörte eigentlich meine Laptop-Lüftung. Mein Laptop, der fängt hier gerade voll an, Gas zu geben. Ich hoffe, ihr kriegt es nicht mit. Ah, der ist echt nett. Also der ist süß. Ganz, den kann ich schwer beschreiben, muss ich zugeben. Also er hat was weiß. Ich würde jetzt mal vermuten, okay? Also wir haben wahrscheinlich irgendwelche süßen Noten, vermutlich eine Vanille, vielleicht auch einen Moschus. Also er hat so dieses ein bisschen schwebende. Jetzt fällt mir hier mein Ohrstöpsel raus. Ich hoffe, ich kann jetzt reinstecken, ohne dass Spotify losgeht. Als ich nämlich im Testdurchlauf den einmal reingesteckt habe, ging Spotify los und direkt habe ich einen Copyright-Strike bekommen auf das Video. War nicht schlimm, weil ich habe es ja dann eh gelöscht, aber ich hoffe, dass mir das heute nicht passiert, weil ja nicht so schön. Ja, keine Ahnung. Das ist wirklich ein Karussell. Irgendwie, da kommen wahnsinnig viele Sachen durch. Und ich kann nicht den Finger drauflegen. Also er ist weich und süß. Und feminin, würde ich jetzt sagen. Ich würde schon behaupten, dass der einigermaßen feminin ist. Gucken wir uns mal an. So, okay. Ah ja, da ist tatsächlich viel los. Also, die roten Früchte, jetzt, wenn man es weiß, dann spürt man sie. Vanille, Moschus, auch tatsächlich. Und Mandel. Ah ja, Mandel macht den irgendwie auch ein bisschen tief und passt total gut zu diesem weichen, fluffigen Gefühl. Der gefällt mir gut. Bin ich jetzt mit 7,6 noch unterbewertet. Schauen wir mal, wie der sich entwickelt, aber bis jetzt mag ich ihn. Gut, jetzt schaue ich mal ganz kurz in den Chat, was ihr so treibt. Ja, Kümmel bei mir, ich mag Kümmel im Essen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber dann hat mein Lieblingsparfum Angélique Noir, hat eine Kümmelnote drin und dann liebe ich es. Also. Das ist dann so eine Geschichte, was halt noch so drumrum ist. Kümmel kann für mich sehr schön wirken, aber an sich mag ich den Geruch von Kümmel nicht. So, jetzt haben wir hier, wie spricht man das jetzt aus? Reunion Vanilla oder Reunion Vanilla? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Der Name. Gute Nacht, Sunlex. Muss schon ins Bett. Ach du Arme. Ja. Ich bin heute auch seit 4 Uhr morgens wach, also ich würde sagen, die Eloquenz ist wahrscheinlich auch nicht gerade auf Maximum, aber hey, ich gebe mir Mühe. Okay, also Reunion Vanilla. Ja, okay, Vanilla. Aber da ist noch was anderes drin. Vielleicht was mit Zucker, was karamellisiert ist. Also da ist noch eine andere Süße mit drin, die nicht von der Vanille kommt, glaube ich. Aber es ist an sich, würde man sagen, ein purer Vanilleduft. Also recht viel mehr ist da auch nicht los. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht Vanille und brauner Zucker. Merke ich da Blüten? Ich glaube, ich habe irgendwie so das Gefühl, so ganz im Hintergrund ist vielleicht noch was Blütiges. Okay, wir gucken. So. Wenn er mich denn lässt. Genau. Reunion Vanilla. Wo bist du? Manche auf der zweiten Seite. Alter Duft, huh? Okay. Drüber geskippt. Okay, dann gebe ich ihn halt ein. Vanilla. Habe ich den jetzt falsch gelesen oder was? Nee. Heißt schon so. Reunion. Gibt es den noch nicht? Was ist denn hier los? Ist der so neu vielleicht?
Na gut, okay, dann schaue ich jetzt die Noten in dem Blättchen hier nach. Also, Pfirsichblüte, okay. Bergamotte, Vanillenblüte, also Orchidee, Vanillebrunnen, Moschus, Amber und weiße Hölzer. Okay, hätte ich jetzt nicht gemerkt. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist einfach süße, süße, süße Vanille. Und vielleicht die Pfirsichblüte, die kam mir noch irgendwie die so rausgespitzt, aber der Rest. Okay, ja gut, ist ein schöner Duft. Also das ist so einer, den kann man einfach tragen, ja. Also den kann man jederzeit tragen. Als Frau würde ich allerdings sagen, das ist eher ein Damenduft. Okay, jetzt haben wir nur noch zwei und dann habt ihr es geschafft mit Amatia. So. Lese ich hier mal kurz ein bisschen. Ach, ist der Herbert da? So, hier alle schreiben: Hallo, Herr Stricker. Ah, hallo Herbert. Schön, dass du auch mit zuschaust. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, jetzt weiß ich, bin ich ein bisschen, muss ich schauen, dass ich nicht befangen bin, wenn ich jetzt weitermache. Okay. Gut. Dann schauen wir uns jetzt Bergamundi an. Da habe ich ja schon so ein bisschen eine Idee, was ich erwarte. Also ich würde mir jetzt eher einen frischeren Zitrusduft vorstellen. Schauen wir mal, ob es stimmt. Ja, tatsächlich ist es auch. Bergamotte. Würde ich jetzt mal ins Blaue raten. Aber da ist noch irgendeine Kräuternote, kriege ich noch irgendwie. Sehr, also nicht total straightforward, nur Bergamotte. Hat irgendwie was Tiefes, irgendwas Kräuterartiges. Ja, also ich finde den ganz leicht, bisschen. Ganz ein bisschen medizinisch, aber nicht, überhaupt nicht störend. Also überhaupt nicht so wie der andere von vorhin, der Hustensaftduft, sondern der ist so sehr, der ist sehr angenehm und sehr erfrischend. Also das ist ein Bomben-Sommerduft. Mich würde allerdings jetzt schon interessieren, was da diese Kräuterigkeit macht. Sehr angenehm. Und also ist auch ein bisschen süß, aber nicht zu süß. Ist schon schön sauer. Schön spritzig, so dass man direkt den Speicheleinschuss bekommt. Schauen wir mal kurz nach. Was sagt denn Parfumo über die Noten? Ah, okay. Magnolie, glaube ich, hat mich ein bisschen. Aber nichts Kräuteriges. Was? Ich glaube, dann muss es die Magnolie sein, was mich da so aufmerken hat lassen. Mag den schön. Wieso hat er so eine schlechte Bewertung? Ich mag den schön. Oh Gott. Wie gesagt, ich bin seit 4 Uhr morgens wach. Wieso hat er so eine schlechte Bewertung? Ich finde den nicht so schlecht. Könnte natürlich sein, dass der im Dry Down dann irgendwie nicht mehr so schön ist. Schauen wir uns dann nachher noch an. Aber ich mag den schon gerne. Ich merke gerade, ich schaue gerade hier, ich sehe, es ist schon 21:13 Uhr. Also wir sind schon jetzt eine Dreiviertelstunde dabei und ich habe so viele Düfte, die ich euch zeigen muss. Da muss ich jetzt echt mal gucken, was ich euch noch zeige nachher. Ich habe es total unterschätzt, wie viel Zeit das alles braucht. Okay, aber mir gefällt der, ja. Ich würde dem jetzt so von der Kopfnote zumindest her, würde ich ihm eine 7,8 geben. Ja, jetzt schauen wir mal, wie der sich weiterentwickelt. So, okay. Dann der letzte. Via dell'Incenso, also Straße des Weihrauchs, Weihrauchstraße, gucken wir mal. Ja, also Weihrauch, indeed. Der ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob der jedem gefallen würde, aber der ist echt interessant. Ich glaube, da mache ich jetzt mal ein Experiment, den trage ich jetzt mal auf der Haut, weil ich könnte mir echt vorstellen, es gibt so Düfte, die auf der Haut dann total anfangen zu singen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht so einer ist. Ich sprühe mir den mal hier in die Armbeuge und dann gucken wir nämlich nachher nochmal. Ja, Weihrauch ganz kühl. Sehr, sehr, sehr kühler, frischer Duft. Irgendwie, aber nicht nach, also nicht wie Kirche.
sondern eher grüner. Grün, kühl, Weihrauch. Und eine Idee, Süße irgendwo im Hintergrund, aber wirklich nur so ganz dezent, so damit er nicht total so total bitter wird irgendwie. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Schauen wir den mal an. Was sagt Parfumo? Was denn? Ah, hier, oh, der erste gleich. Okay. Oh, die Kiefer ist es. Die Kiefer ist, was den so schön macht. Es kommt echt ganz schön raus. Also so richtig, ja, so herbal, ein bisschen bitter wie Kiefernadeln halt. Zitrone, Zitronat, Zitrone, Bergamotte kriege ich gar nicht so stark. Schön. Liebe Anja, danke für den super Chat. Ja, super. Also, den mag ich gern. Aber das ist sowieso, also, mich wundert es jetzt, dass ich die Kiefer nicht rausgerochen habe, aber ich stehe auf so Düfte, auf so naturverbundene Düfte. Der gefällt mir schon mal ganz gut und den schauen wir uns danach nochmal an. Okay. Gut, dann sind wir jetzt durch mit den Pharmacia-Düften, zumindest mit der Kopfnote. Wir schauen dann nachher nochmal kurz drüber, ob sie sich verändert haben, wenn ja, wie stark und fällen unser finales Urteil später. Jetzt möchte ich kurz einen Duft probieren und zwar vom David von Heinzons Parfum Labor. Und zwar, der David, der hatte mir damals schon seinen Amber gesendet und er hat mir so einen netten Zettel dazu geschrieben, da steht: Liebe Leni, nachdem der Amber 21 ja nicht so ganz deinen Geschmack getroffen hat, was übrigens stimmt, aber ich fand nicht, dass es ein schlechter Duft war. Aber war nicht mein Duft, ja, aber ich fand, er war schön gemacht. Habe ich dir nun den Prototypen für einen frischen Sommerduft abgefüllt? Dir und deiner Familie wünsche ich eine tolle Sommerzeit. Liebe Grüße, David. Dankeschön, David. Und jetzt schauen wir uns den an. Er heißt Aqua Cologne 22. Das ist echt, der hat echt auch immer schöne Verpackungen. Und es ist eine ganz schöne Menge. Also wenn er gefällt, dann habe ich lange was von dem. Hier mal. Gespannt. Und er sagt Sommerduft. Und ich war, kenne nicht, oh. Kenne nicht die Noten. Er meinte aber, er kommt in den Chat und klärt uns vielleicht auf. Also David, falls du da bist, dann ist jetzt dein Auftritt. Also, jetzt sage ich erstmal, was ich denke. Okay. Also, ganz viel zitrig natürlich. Zitrisch frisch, aber auch mit einem, irgendwie mit so einem schönen, sprudelnden, grünen Unterton. Ich finde den leicht maskulin, wie auch schon in Amber 21, den fand ich auch leicht maskulin. Wer ist nochmal der David? Der David hat auch einen YouTube-Kanal und zwar heißt der YouTube-Kanal Heinzons Parfum Labor und er macht sehr technische, fachliche Inhalte. Ups, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut für euch. Aber wenn ihr mal wissen wollt, wie man ein Parfum überhaupt herstellt und wie das alles technisch funktioniert und sozusagen nicht so sehr von der Empfindungsseite her, wie es bei mir viel ist, sondern so richtig, ich sag mal, mit Fachwissen, mit mehr Fachwissen dahinter als bei mir, dann schaut mal auf seinen Kanal. Er macht es echt schön und der gefällt mir echt gut, ja. Ich könnte jetzt gar nicht so viel rausriechen, muss ich sagen. Ich würd jetzt mal vermuten, dass da vielleicht noch ein bisschen Holz mit dabei ist, vielleicht eine Zeder oder so. Aber der ist echt super harmonisch. Und? So, mit was könnte man den vielleicht vergleichen, damit ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt? Vielleicht in Richtung Bohemian Lime von Goldfield & Banks, aber nicht ganz so rasierwasserartig. Also der ist nicht so viel Rasierwasser, aber er geht so ganz leicht in die Richtung. David schreibt gerade. Okay, dann gucken wir mal, was der David schreibt. Ingwer. Ah, ja, Ingwer ist so schön. Limette, Orange, aquatische Noten. Schön. Ja. Der Ingwer ist das, was ich gesagt habe, mit ein bisschen Richtung Rasierwasser, aber nicht extrem, ja. Also der Ingwer macht es ein bisschen spicy und ein bisschen scharf und das wirkt echt schön. Fällt mir super gut.
Der wird getragen jetzt die nächsten Wochen noch. Sehr schön. Okay, dann Chat, jetzt dürft ihr entscheiden. Sollen wir uns als nächstes die Knightology-Düfte anschauen, die ich sehr spannend finde? Oder sollen wir noch kurz den Pot Salé, den neuen von Teo Cabanel, einschieben? Finde ich auch spannend. Schreibt mal, was ihr möchtet. Und ich versuche mal ein bisschen was im Chat aufzuholen. Leichte Gumminote hat man übrigens nur auf dem Duftstreifen. Ich habe keinen Gummi gerochen. Also fand den. Oder? Jetzt rieche ich nochmal hin. Nee, ich kriege keinen Gummi. Okay, also Knightology wird gewünscht. Gut, okay. Das ist eine Marke, von der weiß ich noch nichts. Die haben aber ein super cooles Design. Ich versuche es euch nochmal zu zeigen. Oder Moment, ich zeige euch mal die selber noch nicht angeschaut, aber die haben sehr interessante Ästhetik. Also die haben ein sehr interessantes Branding. Dann haben wir hier einen Schmetterlingsduft. Also so von der Aufmachung her bin ich schon mal super gespannt, was da wohl drin ist. So. Okay, also ich zeige euch jetzt nicht alle, wir riechen sie jetzt durch. Und die kommen auch sehr interessant verpackt, und zwar in so kleinen Papierchen, ja. Die muss ich jetzt aufreißen, leider. Aber da ist auch hier zum Beispiel ist die Schlange drauf, ja. Dann schauen wir jetzt mal, das nennt sich Exquisite Lily, heißt er. Oh, da bin ich jetzt echt super gespannt. Oh nee, die haben keine Sprühe dran. Ah, das wird eine Sauerei. Dann brauchen wir einen Streifen. Och, ich habe immer so Angst, dass ich alles verschütt. Vor allem, ich habe hier so einen schönen Walnussholztisch. Und ach, der mag das nicht, wenn ich da Alkohol drauf mache. Dann, das ätzt dann so den Lack weg. Kriegt den gar nicht auf, sag mal. Oh Gott. Okay. Okay, das wird ein Spaß hier. Also das kann ich jetzt schon mal als Feedback geben, für auch immer welche Marke hier zuschauen mag. Bitte macht an eure Proben Sprüher dran. Da hat doch kein Mensch Bock, hier so mit so einem Stiftchen irgendwie rumzutun und dann irgendwie in einem blöden Moment noch alles zu verschütten. Das ist echt. Vor allem weiß man auch gar nicht, wie viel man nehmen soll. Mal. Das war schön. Der ist aber schön. Also, Exquisite Lily heißt er. Und was kriege ich? Also, er ist süßfloral. Und ich bin normalerweise kein Duft von süßen floralen Düften. Die finde ich, die sind oft recht gewöhnlich. Julius lenkt mich hier total ab. Jetzt schickt er ein Foto. Und Moment. Das lädt jetzt natürlich nicht, weil ich hier die ganze Bandbreite gerade beanspruche für Streaming, aber gut. Julius zur Hilfe. Habe ich hier im Chat was verpasst? Nee, anscheinend nicht. Gar nicht mal so schäbig, ja. Der Duft, den finde ich sehr schön. Oh, liebe Jana, vielen lieben Dank für deinen Superchat. Ihr wisst, dass ihr bei den Superchats auch Nachrichten mit dazu schicken könnt, gell? Also Fragen oder die ihr habt, die dann auch adressiert werden. Also nehmt es gerne in Anspruch, gell? Sehr schön. Also, okay, also was habe ich gesagt? Süß floral und irgendwie was Rotes. Also der hat, glaube ich, vielleicht rote Früchte mit dabei. Oh, das ist so ein richtiger verführerischer, seductive, femininer Duft. So einer für ein Date. Das gucken wir uns mal an. Ich hoffe, den gibt es auf Parfumo. Ich habe nicht geschaut vorab. Exquisite Lily. Da ist er. Okay. Hallo? Lychee. Oh.
Boah, sehr schön. Also, Safran rennt bei mir ja auch immer offene Türen ein. Den hätte ich jetzt hier gar nicht ausmachen können, so richtig, aber. Julius postet lauter Julius-Emojis in den Chat. Vielen Dank, liebe Anna-Maria. Ja, also Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin verliebt. Ich bin schockverliebt in den. Der ist echt schön. Oh, obwohl er Rose drin hat. Ich bin ja kein Rosenfan, aber. Nee, der ist spitze. Lilie. Lilie ist doch auch immer Iris, oder nicht? Schwertlilie zumindest. Aber der kommt mir jetzt gar nicht irisartig vor. Ich hätte jetzt eher eine süße Blüte vermutet. Sowas wie Langilang vielleicht oder so. Na, aber der ist toll. Okay, da bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich nur schauen, ich muss ihn beschriften. Sonst, wenn wir nachher nachschauen, dann weiß ich nicht mehr, was drauf war. Ich tendiere dazu, wenn ich die Streifen beschrifte, dann immer so eine Sauklaue zu haben. Und manchmal kann ich meine eigene Schrift dann nicht mehr lesen und dann ärgere ich mich nachher. Wir machen den nächsten. Okay, also ich bin jetzt schon mal voll gehypt hier auf diese Marke. Das gefällt mir. Geht schon gut los. Also wir haben jetzt hier. Vivid Vel, ups, Velvet. Genau, den reißen wir jetzt mal auf. Du sagst, wir brauchen ein Herbert-Emoji beim Gebauer. Ja. Oh, ist irgendwas ausgelaufen. Ich bin im Moment beschränkt auf 4 Emojis. Und je mehr Mitglieder kommen, desto mehr Emojis darf man haben. Also, wenn das nicht ein Anreiz ist, eine Mitgliedschaft abzuschließen, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, der ist kaputt gegangen oder ausgelaufen ist er. Der ist, ja. Der ist ausgelaufen. Okay. Okay, wir improvisieren. Das ist immer so eine Sauerei und so ein Gepansche ist hier. Oder wir versuchen da was rauszu. Wir tunken einfach das hier in die Tüte, schau. So, okay. Boah. Also da würde ich jetzt Velvet heißt der und der Schmetterling ist sozusagen das Tier drauf. Und der ist, also wenn der kein Safran drin hat, fresse ich einen Besen. Der ist schon sehr Richtung Baccarat Rouge. Extrem in Baccarat Rouge, wenn ich es mir so richtig überlege. Also sprich Safran, Jasmin und vielleicht Zedernholz. Definitiv auch synthetisch, aber richtig schön. Aber ich call es jetzt hier, das ist ein Baccarat-Rouge-Dupe, sage ich. Und jetzt schauen wir uns an, ob ich recht habe. Ontology. Hier der je. Ressus. So, ich muss hier eine Ontology eingeben. Okay. Da ist er. Vivid Velvet. Okay. Also, Blutorange, exotische Früchte, Jasmin, Amram, Mustafa. Kein Safran drin steht da. Glaube ich nicht. Also, alle Leute, also das ist auch ein Zahnarztduft, wie der Julius wieder sagen würde. Nee, glaube ich nicht. Ich schwöre euch, das ist ein Baccarat Rouge Dupe. Und der ist gar nicht mal so weit weg. Also, ist sehr ähnlich. Hat den schon jemand enttarnt? Jetzt schauen wir mal hier. Man kann hier mal gucken. Bei ähnlich. Nee, hat noch niemand eingetragen. Dann mache ich das jetzt. Schauen wir mal, ob die Leute dann übereinstimmen oder nicht. Kann man ja dann Daumen hoch oder runter geben. So. Okay. Also ja, sehr schöner Duft, aber halt nichts Neues. Das ist jetzt nicht ein Duft, den die Parfumwelt noch gebraucht hat, auch wenn er sehr schön ist. Ah, es gibt schon Statements. Lesen wir mal, ob das schon jemand entdeckt hat. Also ich merke die Frucht schon auch, aber. Ah ja, schau. Klare Baccarat Rouge Anleihen. Ja. Okay, gut. Dann haken wir die mal ab. Da müssen wir jetzt den Drydown auch nicht mehr gucken, weil ich finde es immer nicht so spannend, wenn die Düfte einfach nur gedupt werden. So, okay. Nächste. Intimate Elixir. Und wir haben. Eine Eule vorne drauf. Liebe Jelena, vielen Dank.
Was ist der Trauzeuginnen-Duft? Geht Delina exklusiv? Ja, sicher. Also, Delina exklusiv geht super gut. Geht aber auch für die Braut. Also, was meinst du mit Trauzeuginnen-Duft? Weil das heißt, er soll nicht die Show stehlen, dann ist da vielleicht nichts. Aber ich finde das schon passend. Und wenn man ihn einigermaßen sparsam dosiert, dann ist er auch nicht so überpowernd. Also, finde ich eigentlich spitze. Okay, jetzt haben wir den Intimate Elixir. Da bin ich jetzt auch gespannt. So, was schreibst du hier, Julius? Ah, siehst du, der Julius passt echt toll auf euch. Er sagt mir, mir ist die Nina Aumüller durchgerutscht. Übrigens, selbst wenn ich euch jetzt übersehe, weil ich nicht die ganze Zeit die Augen im Chat habe, ich filter das nachher nochmal und dann schaue ich es nochmal an und dann wird es definitiv gewürdigt. Ja, also ihr werdet nicht vergessen. Okay, also, dann testen wir den jetzt. Machen wir es mal so. Da kam jetzt viel. Ich hoffe, das macht es nicht kaputt. Aber ihr solltet meinen Tisch hier sehen, ich sag's euch. Das ist ein Saustall. Geh rein. Du Stopsel. So, okay. Okay. Intimate Elixir. Okay, da kriege ich sofort. Also das ist, ich glaube, ein Chypre. Ein sehr pudriger, weicher Chypre, glaube ich. Kriegt zumindest sofort so Mitternachts-Vibes. Ich habe immer das Gefühl, also Chypre heißt ja immer irgendwie so Bergamotte im Kopf, dann irgendeine Blume im Herzen, meistens eine Rose und dann in der Basis irgendwas Moosiges, Grünes. Und witzigerweise, bevor ich noch immer diese Noten rausrieche, habe ich immer die Assoziation Nacht. Also wann immer ich denke Nacht, dann denke ich, weiß ich wahrscheinlich schon, ist es ein Chypre. Und gut, die Eule passt dann auch in der Hinsicht ganz gut. Aber die Marke heißt ja auch Nightology. Also der hat aber was Spannendes, Süßes auch. Und zusätzlich noch irgendeine gourmandige Note, finde ich. Schauen wir mal nach, was der hat. Ich finde den spannend. Ich weiß nicht, ob ich ihn tragen würde. I don't know. So. Wie ist der denn jetzt? Intimate Elixir. Also ich kann, den Namen finde ich nicht so schlecht gewählt. Ich nehme, was mit meiner Tastatur los ist. Das nervt mich jetzt. Das mache ich hier auf dem Laptop. So, Leute, ist der Ton wieder da? Hört ihr mich? Julius, help. Julius kam gerade hier rein. kam gerade hier reingesandt. Man hört dich nicht. Ist er wieder da? Ah, oh, Gott sei Dank. Okay. Okay.
Ich sag's euch, dieses Livestreaming, das ist so, man ist so irgendwie, man ist so ausgeliefert, ja. Wenn jetzt hier das Internet weggeht und ich sehe dann, you are dropping frames, ja, und es wird dann rot und man denkt sich so, wow, was passiert hier? Es ist echt schon irgendwie wie so eine kleine Achterbahnfahrt, emotional auch. Aber danke, dass ihr so gut im Chat unterwegs seid und der Julius ist gerade, ich habe ihn schon die Treppen runterlaufen hören. Was war denn das Letzte, was ihr noch gehört habt gerade? Was habe ich denn zuletzt gesagt? Schreibt mir mal, wo ich wieder ansetzen soll, weil ich habe jetzt gerade voll den Faden verloren. Aufregend, ja. Ihr stellt euch nicht vor, wie sehr. So, der Julius hat gerade gesagt, mir sind ein paar Leute durchgeschlüpft. Oh, Magdalena ist eine treue Seele geworden. Vielen lieben Dank, Magdalena. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Richtig cool. Ah, und dann hat jemand noch einen Superchat gesendet. Den machen wir jetzt kurz. Kennst du die Düfte Sir Galahad und L'Ombre de Carthage von Isa B? Wenn ja, wie findest du sie? Und ja, ich kenne die Düfte gut. Den Sir Galahad, den habe ich sogar hier. Den könnte ich euch zeigen. Aber bevor ich jetzt versuche, irgendwas herbeizuschwurbeln, schauen wir einfach, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe die nämlich alle schon reviewed und ich habe die gesamte Isabel-Linie durchgetestet und ich schaue jetzt einfach, was meine Notizen waren. Schauen wir mal. Sir Galahad. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Video. Das ist so ein Gentleman-Duft, da erinnere ich mich noch. Eher Vintage fand ich den. Genau, okay, was habe ich hier geschrieben? Ui, ui, ui. Immer so ein bisschen halt, was mir halt so kommt, wenn ich die Düfte, wenn ich die Düfte bewerte. Also haben wir hier fruchtig, würzig, frisch mit viel Gardenie. Gardenie muss man mögen. Stimmt, und ich bin nicht so ein Gardenien-Fan normalerweise. Mit schöner, rauchiger Amberbasis. Im Drydown kommt der Jasmin-Sambac-Sticker durch und gibt ihm den Gentleman-Faktor. Als Duft eher schwach, signature-worthy, unisex, klingt in eine weiche, schöne Amber-Tabaknote aus. Sehr angenehm, eher reif, sehr galant. Genau, galant war das Wort, das mir eingefallen ist. Ich hoffe, Manfred, dass damit kannst du was anfangen. Und den L'Ombre de Carthage, den schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Und dann machen wir weiter. Wieso tippt hier nicht? Ich glaube, kommt zur Hilfe. Ich glaube, dass der Ton immer weggeht. Ich glaube, das muss irgendwie mit meiner Tastatur zu tun haben. Irgendwie schaltet es mir dann automatisch den Ton ab. Ich weiß nicht warum. Ups, jetzt fällt mir auch noch mein Kopfhörer raus. Eieiei. So. Julius, komm mal rein, komm, lass dich mal kurz feiern hier. So, da ist er, mein Retter in der Not. Hier ist die Kamera, genau. So, genau. Okay, ja, sagen auch, Ton ist wieder da. Ich glaube, irgendwas, wenn ich hier die Bildschirme wechsle, macht dann, dass automatisch sozusagen der Ton abgeschaltet wird bei meiner Kamera. Das sind halt so die Sachen, die weiß man vorher nicht, die merkt man dann immer erst, wenn es live ist. Ja, okay. Julius mag wieder gehen. Wink noch kurz. So. Nee, passt, ich habe noch Klappen. Okay. Ja, Applaus, Applaus, genau, für meinen tollen Mann. Okay, Manfred, dann glaube ich aber, ach so, habt ihr jetzt überhaupt gehört, was ich zum L'Ombre de Carthage gesagt habe? Wenn nicht, dann könnt ihr
es hier noch mal kurz lesen. Oh, ich traue mich jetzt gar nicht mehr auf den anderen Bildschirm rüber zu gehen. So, okay. Also, orientalische Rosengeranienamber, frisch, kühl, elegant, pfeffrig, Kardamom, komplex, Dinge zu entdecken, Vintage-Vibe, bleibt würzig bis zum Schluss, Weihrauch und Moschus runden ab. Genau. Okay. Back to business. So, ja, wichtigster Mann heute. Es ist echt so, ja. Okay. Das Intimate Elixir haben wir angeschaut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, noch, genau, zwei haben wir noch. Einmal, der hört sich spannend an. Er hat einen Löwen vorne drauf und er heißt Wild Temptation. So. Wild Temptation klingt auch spannend. So, den tun wir jetzt mal weg. Ein neuer Riechstreifen. Während ich versuche, den aufzumachen, der L'Ombre de Carthage ist, glaube ich, mit der Bestseller von Isabey. Aber ich glaube, Isabey an sich als Marke macht fast, also die machen einfach Vintage-Düfte, finde ich. Und das machen sie ganz gut. Also die haben einige schöne. Das ist, der ist, der Wild Temptation ist nicht ganz unähnlich dem Intimate Elixir, so vom Vibe her. Man hat auch das Gefühl, das ist so ein Nachtduft. Also so einer, so ein schicker, ich gehe aus Duft. Oh, ist der schön. Der hat, glaube ich, irgendwas Fruchtiges drin. Vielleicht eine Kirsche oder. Der ist sehr besonders. Der gefällt mir, glaube ich, gut. Jetzt gucken wir uns den mal an. Der ist super schön. Okay. Wild Temptation. Das ist wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich 5000 Düfte gibt, die so heißen. Wild Temptation. Ups. So. Okay. Pfirsich, genau. Den Pfirsich habe ich gut wahrgenommen. Zimtmuskatzafran. Ja, wisst ihr, an was der mich erinnert? Der ist vom Vibe her so ein bisschen wie Bouquet-Ideale. Also dieses Muskat-Safran-Tabak-Patchouli-Ding. Echt richtig schön. Also so ein richtiger, aber noch ein bisschen süßer, weil der Pfirsich stark kommt. Sehr schön. Fällt mir gut. Dem wird jetzt hier, aha, der hat 5 Bewertungen und die Leute sagen, er hat eine 8,2 Haltbarkeit. Jetzt, wenn ich den so rieche, würde ich vielleicht vermuten, dass die schlechter ist als 8,2, weil es relativ dezent für diese Art von Duft. Weil diese Art von Duft, die sind meistens richtige Brecher. Das Bouquet Ideale ja auch, genauso der Golden Powder von The House of Oud. Aber ist schön. Der gefällt mir gut. Der gefällt mir gut, auch wenn es jetzt nicht der einzigartigste ist, den ich je gerochen habe. Aber definitiv was für die Nacht, was zum Verführen. Er hat auch so ein ganz, also der Safran, der macht auch so einen ganz leichten Baccarat Rouge-Faktor, finde ich schon. Aber viel mehr muskatwürzig und so ein bisschen fruchtig, ja. Sehr schön. Der, denke ich, ist Unisex. Ja, doch, ist Unisex und gefällt mir gut, wenn auch nicht super unique. Okay, dann haben wir als letzten den Sweet Breeze. So. Ja, was für den Sommer, Leni? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, das ist ein ganzjähriger. Ich finde ihn jetzt nicht zwingend sehr winterlich, aber für den Sommer per se ist er sicher nicht. Ist eigentlich ein korrektes Wort für diese Dinge? Heißen die Riechstreifen? So, okay, da ist er. Oh, ich merke, der sieht ein bisschen grün aus in dem Abfüller. Schauen wir mal. Okay, ich glaube, das muss reichen.
Ja. Ja, tatsächlich, der ist grün. Herbal. Bitter, floral, edel. Also, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das ein Chanel wäre zum Beispiel. Sweet Breeze heißt der. Und Sweet heißt ja Leder. Merke ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich hätte jetzt gesagt, hat vielleicht ein Galbanum drin oder irgendwas Kühles. Der wirkt auf alle Fälle sehr kühl. Und ist echt, ja, ist schon angenehm. Ja, toll. Guck mal nach. So. Sweet Breeze. Da ist er. Okay, also. Wir haben. Aha, krass. Hätte ich jetzt, also die Noten finde ich passen gar nicht zum Dufteindruck. Also zumindest nicht für mich. Ich finde Rosengeranie, ja. Leder ich überhaupt nicht entdecken können. Patchouli, ja. Aber auch nicht stark. Und die Mandarine kommt aber schön. Mandarine und die Orangenblüte sehr dezent. Ja, Patchouli, Mandarine. Echt schön. Sehr simpel. Aber schön. Ich find die Mandarine macht sich wahnsinnig gut. Ich habe ja gerade gesagt, das könnte auch ein Chanel sein. Und wisst ihr, wer immer Mandarine in seinen Kopfnoten verwendet? In fast jedem Duft? Chanel. Ja. Nee, ist ganz nett. So. Ah, ich glaube, ich habe jetzt gerade was kapiert hier in meinem Setup. Damit ich umschalten kann, muss ich. Ich glaube, ich muss mir jetzt echt so ein Stream Deck besorgen. Sagt mir mal eine Sache, okay? Also ihr seid ja jetzt schon eine Weile dabei. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Leute gerade hier im Stream sind. Vielleicht könnt ihr mir das mal kurz in den Chat hauen. Oder ist es unterhaltsam für euch? Ist das ein Format, das ich öfter machen soll? Weil ich hätte schon jetzt Bock, auch regelmäßiger live zu streamen. Sagt mir mal, ob 313, ah ja, okay. Ich hätte schon irgendwie Lust, das regelmäßig zu machen. Denkt ihr, dürfte testen an sich ist unterhaltsam genug oder brauchen wir noch irgendwas, was ein bisschen mehr Spice bringt? Beziehungsweise, falls ihr das denkt, schlagt bitte vor, was es sein soll. Okay. Bitte auf Twitch? Nee, sorry. Also, Twitch tue ich mir jetzt nicht an. Weißt du, wie viele Follower ich auf Twitch habe? Null. Und es ist mir dann echt zu stressig, da jetzt noch eine Community aufzubauen. Zumal du auf Twitch auch so gut wie nicht entdeckt werden kannst, wenn dich noch keiner kennt, weil die Discoverability ist einfach super schlecht. Und hier kriegen die Leute halt mit, wenn ich was mache. Und das wäre Overkill und Selbstmord, wenn ich das auf Twitch jetzt was anfangen würde. Gerne auch mit Julius an meiner Seite. Ja, der Julius, dem muss ich immer wieder breitschlagen, in ein Video zu kommen. Okay. Ja, ich habe mir jetzt auch schon gedacht, dass ich vielleicht euch mal vorher Bescheid sage, welche Düfte ich testen werde, sodass ihr euch die Discovery Sets auch holen könnt und dann live mitriechen. Wäre das nicht cool? Also ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor. Düfte-Test mit Julius. Ja, der Julius, der ist halt, ich sag mal, recht eingeschränkt in seinem Vokabular. Also, wenn ich ihm Düfte zeige, ja, dann sagt er meistens ja oder ja oder ja. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist so die Spanne, ne? Und da ist dann sehr viel Interpretationsspielraum. Aber ich kann ihn schon mal wieder dazu holen. Das wäre eigentlich ganz nett. Video mit Jasmin war toll, ja. Dann kommt jetzt bald noch eins. Wir machen ja noch einen zweiten Teil. Der kommt jetzt ich glaube, am 31., glaube ich. Am 31. August kommt der zweite Teil. Genau. Okay, gut. Jetzt sind wir mal so weit durch. Ich glaube, wir testen jetzt keine neuen Düfte mehr. Aber was wir jetzt noch machen, ist, wir schauen uns die Düfte, die wir getestet haben, mal an und gucken, ob ich vielleicht meinen Eindruck noch revidieren will. Weil wir haben ja hier wirklich nur die Kopfnoten gerochen und das ist auch der große Disclaimer, den ich hier wirklich mitgeben muss. Wenn ich hier natürlich die Düfte frisch teste, dann ist es hauptsächlich die Kopfnote. Das ist noch kein
Fully fledged out review. Wisst ihr, was ich meine? So. Ja, ein Live mit Kai wäre cool, ja, wär's. Der Kai ist sogar nächste Woche hier in der Gegend, da treffen wir uns, aber wir kriegen es leider nicht hin, gemeinsam zu filmen, weil ich es organisatorisch mich gebacken kriege. Ich habe, unser Haus ist super hellhörig und wann immer die Kinder da sind, kann ich überhaupt nicht filmen. Und es geht sich einfach nicht aus, leider. Aber vielleicht ja in der Zukunft, ja, schauen wir mal. So. Gut, okay. Jetzt, der Anniversary hat mir vorher nicht so gut gefallen und ich muss sagen, das ist immer noch der Fall. Deswegen legen wir den jetzt zur Seite. Dann haben wir den Reunion Vanilla. Ja, der ist wirklich sehr ähnlich zu Vanilla West Indies von Lynne Sandbarth. Und der Vanille West Indies, der ist ja immer ausverkauft. Das heißt, falls ihr dem auch schon monatelang hinterherjagt, wie ich es auch schon getan habe, dann ist vielleicht der Reunion Vanilla echt eine Probe wert, weil der ist, finde ich, sehr ähnlich. Oh, ausgefallen. So. Okay. Gut. Dann, was haben wir hier? Den Bergamundi, den fand ich ja toll. Finde ich immer noch toll. Ich finde allerdings, dass der im Verlauf echt maskuliner wird noch. Also, der Bergamundi ist. Der wird immer männlicher. Aber wäre mir auch egal, würde ich trotzdem tragen. Dann der Accordo Marino, den fand ich ja spitze. Oh, der ist wirklich toll. Oh, das ist einer. Also, ich finde diese Meeresdüfte, die Düfte, die halt maritime Noten drin haben, ein bisschen salzig sind, diese sehr aquatischen Düfte, die sind oft sehr nischig und oft, also so à la Acqua di Sale von Profumum Roma. Und die sind oft recht nischig und oft nicht so sehr tragbar. Aber das ist echt ein likable Duft. Also der Accordo Marino ist, ich sag mal Mandarino, weil ich das so gewohnt bin. Aber der Accordo Marino ist echt schöner. Ah ja. Also den mag ich gern. Das ist einer meiner Favoriten. Der Vita Nova, mit dem konnte ich vorher nichts anfangen. Der war so wahnsinnig medizinisch und den finde ich immer noch nicht schön. Fiori di Cotone. Die Baumwollblüte ist interessant. Der riecht jetzt wie ein Duft, den ich kenne. Welcher ist denn das? Ah! Was? Ich glaube. Ich glaube, der hat im Dry Down für mich was von Le Male. Wie kommt denn das? Also, das ist ja crazy. War dieser weiche Blütenmoschusduft. Und er hat dann so eine Süße, die kenne ich irgendwie aus Le Male. Sehr komisch, okay. Dann der Whisky Nobile, das war einer meiner Favoriten am Anfang. Der ist immer noch sehr schön. Und immer noch ziemlich genau wie am Anfang, finde ich. Also verläuft nicht stark, immer noch Kaffee, Whisky. Den Weihrauch. Ja, echt schön. Ah, jetzt fällt mir gerade was auf. Ich habe jetzt an dem Ding gerochen und da war der ja drin und es riecht ein bisschen danach. Aber gesprüht habe ich ihn ja hier drauf. Moment. Okay, doch. Also, ich nehme alles zurück. Der hat einen Verlauf. Der wird rauchiger. Mehr smoky. Oh, unheimlich verführerisch. Also der gefällt mir jetzt noch viel besser als am Anfang. Und da gefiel mir am Anfang schon toll. Oh, der ist echt schön. Ich glaube, der ist, glaube, das wird, also, glaube, das könnte echt ein Topseller werden. Der hat, so vom Vibe her ist der so Richtung Inicio. Irgendwie so ein bisschen dunkel, so Richtung Side Effect, Jazz Club. Wobei nicht ganz so süß, sondern wirklich eher versmoked. Aber, und auch nicht so orientalisch wie die Inicios, aber so die Richtung, ja. Also dieses bisschen Verruchte, diese Zigarrenclub-Düfte, aber auf eine unheimlich schöne, sehr tragbare Art.
Ja, also ich bin ein Fan von dem. Dann der Oriental Kasper, den mochte ich vorhin nicht so gern. Der hat schon seinen Reiz. Das ist dieser Patchouli-Duft. Aber ist mir too much Patchouli. Also also zu intensiv einfach irgendwie. Ja, okay. Gut, dann Cuoio di Toscano. Cuoio Toscano heißt er. Ah, den finde ich auch toll. Der ist super. Das ist dieser Kiefernadel. Oder ist es der Kiefernadel? Ja, super angenehm. Ist jetzt hier nicht mehr so stark drauf. Also ich weiß nicht, wie die Haltbarkeit von dem ist. Aber okay. Dann Sweet Carousel, der hat mir auch gut gefallen. Der wird noch süßer. Der ist, also ist ein sehr schöner Duft. Der ist mir am Ende fast eine Idee zu süß. Okay. Gut, und dann haben wir noch Via del Incenso. Also, im Weihrauch. Nee, das war der mit der Kiefer, oder? Das war der mit der Kiefer. Interessant. Immer noch weihrauchig, kieferig, ein Hauch medizinisch. Sehr, sehr distinguiert. Also mehr Gentleman-Duft, würde ich sagen. Ah, ist echt interessant. Also so zusammenfassend würde ich sagen, die Marke hat echt ein sehr breites Angebot. Also es Düfte dabei, die sind super feminin, Düfte dabei, die sind sehr maskulin, Unisex, alles mit dabei. Die Richtungen auch. Aquaten, dann die total düsteren Weihrauch, alkoholische Düfte. Also die haben echt krasses Portfolio, ja. Super orientalisch auf der einen Seite, dann wieder total Baumwollblütenweiß auf der anderen Seite. Und der Sweet Carousel, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Duft, der dann die Leute abholt, die vielleicht noch nicht sehr im Nischengame drin sind. Also echt cool. Cool. Okay. Was schreibt der grüne Baum? Ich finde Interaktion so, dass die Zuschauer unter verschiedenen Vorschlagen wählen können. Okay. Gut. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt mal mit dem Testen durch. Ah ja, den Duft vom David wollte ich gerne noch im Drydown riechen. Immer noch so schön. Ja, das ist echt ein gelungener Duft. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Gut. Okay, ich glaube, dann lassen wir es gut sein mit dem Düftetesten für heute. Und was wir jetzt noch machen, jetzt versuche ich mal hier zu schauen, ob ich alle Superchats adressiert habe. Filtern wir mal. Okay. Den Manfred, der hat. Genau, über die Isabel-Düfte haben wir gesprochen. Fällt mir noch ein Trauzeuginnen-Duft ein? Chat, schreibt doch mal, was euer perfekter Trauzeuginnen-Duft wäre. Was ich mir schon noch vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein Chloé-Nomade. Oder wenn es Nische sein soll, vielleicht so einen Dusita, so ein Splendiris, könnte ich mir gut vorstellen als Trauzeugin. Also halt so was Schickes mit so ein bisschen Understatement. Weil die Delina Exklusiv, die ist schon sehr, die haut schon drauf, ja. Die macht halt Party und dann ist die Frage, was man halt sein will dann als Trauzeugin. Will man eher in den Hintergrund treten und die Show sozusagen allein der Braut lassen, dann würde ich den vielleicht nicht tragen. Oder will man auch Komplimente bekommen, wogegen ja nichts einzuwenden ist, dann würde ich ihn tragen, ja. Okay, was haben wir noch? Oh, Anonymous, 5 Euro, weil du mich schon so oft inspiriert hast. Oh, danke schön. Das freut mich. Gut, da haben wir schon gesprochen. Passt. Ah ja, White Chocolate fragt, Super Leni, machst du jetzt öfter Livestreams? Ja, also wenn ihr Lust habt, mache ich jetzt öfter Livestreams. Ich finde das schon irgendwie, find schon cool. Ich habe mir das ja auch schon länger gewünscht, das machen zu können. Es war halt jetzt mit meinen Kindern immer nicht so möglich, weil die einfach, ja, weil die mich sehr beanspruchen und weil ich natürlich auch chronisch extrem übermüdet bin. Und so Livestreaming ist sowohl technisch als auch im Kopf ganz schön anspruchsvoll, ne? Weil man ist ziemlich sozusagen, es ist viel Multitasking, ja. Also ich muss sozusagen sprechen und Sinn machen in die Kamera, am besten auch noch interessante Sachen über die Düfte erzählen und gleichzeitig muss ich hier schauen, dass alles passt, den Chat ein bisschen mitverfolgen und so weiter. Also es ist
man muss schon wach sein dazu. Aber so an sich macht es mir Spaß und deswegen möchte ich es schon gern öfter machen. Also sagen wir so, ich werde es öfter machen, bis auf Weiteres. Es sei denn, es ist dann wirklich gar kein Interesse mehr da von den Leuten. Genau, okay. Jetzt ist es 10. Wenn ihr Lust habt, eine Viertelstunde hätte ich noch. Oder wir machen einfach Schluss jetzt, ja? Oder man sagt ja immer, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Hat jemand noch irgendein brennendes Thema? Oder sollen wir noch mal kurz, komm, wir riechen noch mal ganz kurz die Natology, dürfte durch. Wir müssen ja auch alle eine zweite Chance kriegen. Also ich sage jetzt nur was, wenn ich was einen Unterschied merke. Ist echt krass, ey, dieser Baccarat Rouge Klon, ne? Der Vivid Velvet. Es würde mich mal interessieren, das schauen wir jetzt mal kurz nach, wie viel der kostet. Weil das ist ja dann tatsächlich. So. Da sind wir. Da ist er. Ach so, oh, ich muss ja. Mein Gott, nicht bescheuert. Ich weiß nämlich nicht, wie viel diese Natology-Düfte kosten. Deswegen gucken wir mal so an. Ich muss das nächste Mal echt meine Tastatur liegen lassen, weil es ist ja Krankheit, wie lange es dauert. Gut, dann machen wir es halt so. Ups, oh Gott, was ist jetzt passiert? So, okay. Nitology. Ah, die Armbeuge muss ich noch schnuppern. Ihr habt recht. Judas ruft mich an. Oh Gott, was ist jetzt wieder passiert? Auf Lautsprecher. Ich soll dir ausrichten, du sollst an deine Armbeuge riechen. Ja, okay, mache ich. Danke. Genau. Das war dieser Via dell'Incenso, glaube ich. Ist aber jetzt nicht so viel anders als auf dem Blatt. Immer noch schön. Ja, ganz schön. Nur ein Vorschlag. Du könntest am Anfang von jedem Duft eine Note geben. Ja, genau. Ich glaube, ich muss mir wirklich noch ein bisschen besseres System überlegen. Was ich jetzt aber machen wollte, kurz, ist mal gucken, wie viel der kostet. Schauen wir mal hier. 150 Euro für 100 Milliliter. Also definitiv mal günstiger als Baccarat Rouge. Ist natürlich die Frage, ob der von der Performance her mithalten kann. Ich glaube es halt schon, ja. Ich glaube, wahrscheinlich strahlt er nicht so weit aus, aber ist zumindest mal, also gehört mal in diese Dupe-Liste mit rein. So. So, okay. Gut. Grüße aus München, ja. Grüße aus Regensburg. Okay, Leute. Bitte lasst den Stream online. Ja, also ich werde mir jetzt nachher das nochmal anschauen. Und wenn ich mich nicht total dafür schämen muss, dann lasse ich ihn wahrscheinlich online. Damit auch noch andere Leute was davon haben. Genau. Aber dann würde ich sagen, das ist aber lieb. Fürs erste Mal war es super. Das freut mich, ja. Boah, hier geht es ganz schön ab im Chat. Ich komme gar nicht hinterher. Ich mag das nicht 100% Professionelle auch mal ganz gern. Ja, gut, 100% professionell, das kriege ich eh nie hin. Aber sagen wir mal so, ich gebe mir schon Mühe für euch. Ich versuche, dass es ansprechend ist für euch. Und genau, aber ich habe auch Lust, so ein bisschen, einfach ein bisschen mehr frei von der Leber weg. Dass es nicht immer ganz so durchgeplant sein muss, alles. Ja, das gefällt mir. Okay, super. Okay, das freut mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Dann würde ich sagen,
lass uns gut sein und ich hoffe, wenn ich nochmal einen Live-Chat mache, ihr kommt wieder. Ich würde mich auf alle Fälle total freuen und ja, also wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich bald. In 4 Tagen gibt es das zweite Harry Potter Video und falls ihr Lust habt, wie gesagt, den Kanal länger zu unterstützen, dann schaut euch mal die Mitgliedschaften an. Würde mich sehr freuen, wenn da noch ein paar von euch reinkommen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Ciao, ciao, macht's gut.